Heißen Dank und ein freundliches Hallo. Willkommen zu einer neuen CubeTube-Ausgabe. Diesmal mit einem Werke, von dessen Reihe ich eigentlich nicht der größte Fan bin, aber das ich bereits seit Weihnachten 2004 besitze. Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ist da noch Eckhard Dux die Stimme, ist die Frage. Die Jerome-Stimme aus Homers Le Genou de Claire. Okay, keine Memory Card, ohne Speichern fortfahren. Meine Stein der Weisen PS1-Rezension hatte ich ja dem Sohne meiner besten Freundin gewidmet. Yes. Dem kleinen Jungen, der jetzt schon Potter-affin ist. Sehr schwebend. Die Chöre gelungen. Hier diese merkwürdigen, obskuren Dementoren. Dann der Flug auf diesem Tunichtgut. Wie hieß der noch gleich? Jetzt die verschneite Bergpoesie im weißen Gebäume. Das ist Hermine. Zauberhaft, sehr zauberlich, die ganzen Zaubersprüche. Genau, hier dieser Leitspruch. Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tunichtgut bin. Da gibt es auch noch den Trailer. So, jetzt treffen wir erstmal David Thewlis im Zuge. Ganz brillant, David Thewlis in Naked von Mike Lee, 1993. Da spielt er diesen Philosophen, der durch die Straßen streifet und 13 Menschen mit einem einzigen Fluch getötet. Stell dir vor, ein einziger Fluch. Komm mal, nicht! So, das sind jetzt nicht die Stimmen aus den Filmen. Also wir haben hier jetzt nicht... Oder willst du Professor Lupin, den neuen Lehrer für Verteidigung gegen dunkle Max Felder? Kein Problem, Ron. Ich helfe dir, Kretze zu suchen. Der Ron sprach. Und auch nicht Gabriel Petermann. Kretze ist da lang. Die Hermine sprach. Übrigens, das ist diese ganze Zoe 101-Besetzung. Ja, Gabriel Petermann war ja Zoe und Max Felder war Chase. Zoe und Chase, die vierjährige Freundschafts-Amoureus-Seins-Liebe, die sich erst sehr spät erhob. So, was soll ich hier machen? Jetzt muss ich den Ron irgendwie beschützen vor diesem albernen Buch, oder was? Flipendo. Ja, Ron, sei nicht so penetrant, ich probiere ja. Okay, wir haben es. Ja, es beginnt hier alles in diesem Zuge. Die Fahrt nach Hogwarts, wenn mich nicht alles falsch deuchtet. Oder mich deucht, ist es mir entfleucht. Ich werde gleich auf Malfoy treffen, einen recht arroganten jungen Mann. Der spricht zwar so herrlich eloquent, aber nett ist er mitnichten. Suchen wir Kretze. Ich meine, ich rede zwar auch so ein bisschen wie dieser Malfoy, aber ich bilde mir einfach mal ein, dass ich jetzt das freundlichere Herz habe. Sieh mal einer an. Da ist er schon, dieser kleine Schlingel. Potti und das Wiesel. Das ist so ein nerviger Junge. Wusstest doch, dass diese schäbige Ratte etwas mit euch zu tun hat. Gib sie mir so zurück, Malfoy. So ein Strollstück. Was, Weasley? Sonst werde ich... Rictus Sempra. Ich weiß ja, meine Cousine Annika, die meinte damals, sie fände den Malfoy am besten in der Filmreihe. Ja, was denn? Aber da haben wir es eben. Die wunderbarsten Mädchen verlieben sich irgendwie immer in die bösen Jungs. Du musst doch üben, Goyle. Daneben. Versuch lieber noch mal, Crab. Nein, so toll fand die den Malfoy jetzt auch wieder nicht.
Oder sie wollte ein bisschen provozieren mit der Aussage und gucken, was der arrogante dann Daniel dann dazu sagt. Vielleicht hat sie gedacht, ich verstehe mich mit Malfoy oder so. Nein. Das ist nämlich auch so typisch Malfoy, der hetzt natürlich nur ganz manipulatorisch, manipulativ die anderen auf, aber hat bisher selbst noch gar nichts gemacht hier. Ah, jetzt will er doch aktiv werden. Aktiv, Bruder, passiv, Bruder, wie Danny Wilde sagen würde. Das findest du mal wieder super lustig, was, Malfoy? Lass ihn, Ron. Warum hält der Zug? So, es ist fast wie in einem Horror-Adventure. Der Zug ist nicht mehr bewegungsfähig. Und wir haben jetzt diese halluzinatorischen, halluzinogenen Effekte. Und jetzt wirkt alles verwaschen und verwackelt und wir haben diese Droge im Kopfe, ja, wir können uns hier kaum fortbewegen und verlieren in gewisser Weise Teile unseres Bewusstseins, die Bewusstseinszustände sind verschachtelt. Ich schaue mal auf die Zeit. Ja, ein ganz klein wenig können wir noch fortfahren. Ich hol Hilfe. So, Hermine, wieder unser Rettungsengel, holt jetzt Hilfe herbei. Ach so, genau. Ich muss Harry jetzt hinaustragen, ehe die Dementoren uns ernstzunehmende Unannehmlichkeiten bereiten. Ich muss Harry aus dem Wagen befreien. Ich weiß, das ist immer ein bisschen komisch, dass ich die Leute besoffen quatsche, während das Spiel läuft. Ich ruiniere da ein bisschen das Spiel, aber so viele Leute lügen und laden Eindrücke vom Spiele hoch, ohne zu kommentieren oder nur mit wenig Kommentaren. Ich denke, das ist auch immer eine Abwechslung. Ist das hier eben der Channel, bei dem sie betrunken gequatscht werden? Normalerweise müsste ich das Spiel sprechen lassen und selber mein Schnäuzchen dicht halten, das Loch unter meiner Nase geschlossen halten, aber das wäre dann nicht ich. Ja, ich. Keiner von uns versteckt Sirius Black. Das Recht hier zu kommentieren, weil ich will die Eindrücke ja auch ein bisschen selbst reflektieren. Harry, geht's dir gut? Ja, unter fürsorglicher Ägide von Hermine. Ja. Was ist passiert? Wer hat geschrien? Keiner hat geschrien. Ich habe Schreie gehört. Hier ist was, das wird dir gut tun. Und das was war das für ein Fearless? Ding? Ein Dementor, einer der Dementoren. Also führet euch unbedingt zu Gemüte mit David Fearless. Okay, Naked von 1993, Michael. Ja. Absolutes Drama. Du wirst es noch brauchen. Komplexer geht's nicht. Es fehlen ein paar Seiten, aber du findest sie bestimmt in Hogwarts. Steffi hat den auch rezensiert. Steffi, liebe Grüße an dich. Der Hogwarts-Express erreichte schließlich sein Ziel. Ah, da ist Eckhart Dux. Und bald waren Harry und seine Freunde wieder sicher im Gryffindor-Turm. Der Gedanke, dass Sirius Black ihn sucht, beschäftigte Harry sehr. Und Professor Dumbledores Warnung, dass die Dementoren auf dem Schulgelände Wache schieben würden, bis Sirius Black gefasst sei, bestätigte ihn nur in seiner Angst. Das ist was für Daniel Zünder, unser Freund. Im zertrauten Schlafsaal jedoch fühlte Harry sich endlich sicher und geborgen. Eckhart Dux, der Weihnachtsmann, Harry, aus Weihnachtsmann und Booty von Lupin schon Jerome aus Le Genou de Claire. Unser dann machen wir das Playboy jetzt aus dem Jahre 1970. Na, Claire hatte ja schon so ein bisschen BK. Die Laura, komm, die war noch sehr freigeistig. Ja, also die Gemächer, das ist schon sehr schön gemacht hier. Ich meine, guckt euch diese Vorhänge. Ach schon! Ja, so ein Internat würden die meisten Leute gerne besuchen. Da ist dann selbst sowas wie Schule fast ich etwas Begrüßenswertes. Ich gehe erst wieder hier weg, wenn du mir das Folio Booty gezeigt hast. Aber ich denke,
das soll es gewesen sein. Und 10 Minuten, seid bedankt.